Hier geht es um eine Sicht auf die Dinge, die kann man niemandem beibringen. Ja? Da muss das persönliche Interesse da sein. Natürlich kann man über sich selbst und über die eigenen Erfahrungen sprechen. Und wenn man das authentisch tun kann, dann wird das Interesse sowieso geweckt. Ja? Aber jetzt auf alle Leute losrennen mit dem nicht einmal viertels Wissen, was ihr nach diesen drei Vorträgen haben werdet, und irgendwie versuchen, da irgendwas schnell zurechtzubiegen, das funktioniert nicht, weil bei der ersten Frage haut es euch aus der Kurve. Ja, also erstmal selber lernen, erstmal selber verstehen und sacken lassen, hinterfragen und alle eure Fragen geklärt kriegen und dann merkt ihr selber, wann ihr an dem Punkt seid, wo ihr darüber sprechen könnt. Ja, und ich bin ja mit dem Dr. Harm, ich habe ihn nie persönlich kennenlernen dürfen, ich war einfach zu spät dran. Ich war nur noch bei seiner Beerdigung, was sehr ergreifend war. Aber zwei Dinge verbinden mich, also viel mehr verbindet mich mit ihm. Aber eins ist der Geburtstag, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, am 17. Mai. Allerdings nicht im gleichen Jahr. Und er ist am gleichen Tag, auch nicht im gleichen Jahr, gestorben wie mein Vater. Also es ist irgendwie einfach eine Verbindung da, ja. Und heute möchte ich drüber sprechen, über die sogenannten Psychosen, ja, was auch Konstellation genannt wird. Aber bevor ich das mache, für diejenigen, die neu sind hier, die das erste Mal da sind, und für alle anderen auch, man muss die Grundlagen mindestens 100-mal gehört haben, wie sie drin sind. Ich warne euch gleich vor. Gehe ich nochmal durch die Grundlagen durch. Also, was hat der Dr. Harmer entdeckt oder wiederentdeckt? Nämlich die Erklärung dafür, wie eine Krankheit, die von sich aus entsteht, warum die entsteht. Also Krankheiten wie Krebs, Allergien, chronische Leiden, Psychosen. Und die einzige Ursache, also die monokausale Ursache für diese Geschehen. Was sie nicht erklärt, sind Verletzungen, Vergiftungen, starke Mangelernährung. Und da sind viele Therapeuten damit unterwegs, ja, die eigentlich in den Heilungsphasen oder im Entgiftungsbereich unterwegs sind. Und das hat alles seinen Platz. Aber was die germanische Heilkunde erklärt, sind nicht diese Dinge, sondern Krankheiten, die von sich aus entstehen. Wie gesagt, das ist nur ein grober Überblick. Ich habe ganz, ganz viel weglassen müssen. Aber ein Einblick, der euch neugierig machen soll. Und bitteschön, keine Anleitung zur Therapie, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und hier bei den Konstellationen sind wir bei der höheren Mathematik. Und ich muss selber zugeben, also ich habe diese höhere Mathematik noch nicht bis zu allen Stufen durchlaufen. Ich habe mal das Grundprinzip verstanden und das bringe ich euch rüber, hoffentlich. Und dann heißt es studieren. Und solange, und deswegen gehört auch die germanische in kundige Hände, damit man nicht aneinander rumdoktert und Sachen löst, die dann wirklich gefährlich werden und man hat keinen Background. Man hat keine Klinik, die einen unterstützt. Und das ist einfach kontraproduktiv. Und solange die germanische nicht praktiziert werden darf, was sich ganz schnell ändern könnte, ja, lernen wir sie. Nachher natürlich auch. Okay. Ich glaube, das habe ich alles schon gesagt, genau. Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Das macht wenig Sinn, weil dann ist die Zeit rum. Aber ich stehe hinterher gern zur Verfügung. Also ich gehe jetzt durch die 5 biologischen Naturgesetze, die der Dr. Harmer entdeckt hat. Erstens, die erste Regel heißt, das ist die eiserne Regel des Krebs. Wir haben viele Konflikte, aber nicht jeder Konflikt startet ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm im Gehirn und im Organ. Es gibt 3 Kriterien, die mit Sicherheit ein Sonderprogramm starten. Das ist, es muss für das Individuum hochakut dramatisch empfunden werden. Das Individuum wird am falschen Fuß mit der Situation konfrontiert oder erwischt
Und drittens ist es allein damit, kann sich nirgends ausheulen oder es kann ihm niemand das Problem abnehmen. Und gleichzeitig startet dann je nach Konflikt im Gehirnrelais und im entsprechenden Organ das Geschehen. Das ist immer synchron. Das ist das erste biologische Naturgesetz. Und das vergessen gerne die Menschen, wenn sie psychologisch unterwegs sind. Und dann sind sie im Lala-Land. Ja? Also nicht, dass sie Blödsinn machen würden, aber sie sind nicht in der germanischen. Und wir können sehr viel tun, psychologisch. Ja? Aber es geht hier um die germanische Heilkunde. Das zweite biologische Naturgesetz spricht von der Zweiphasigkeit jedes sinnvollen biologischen Sonderprogramms, sofern eine Konfliktlösung eintritt. Also der Konflikt ist das DHS, das Dirk-Hamer-Syndrom, benannt nach dem tragischen Tod seines Sohnes, was bei ihm das erste beobachtbare sinnvolle biologische Sonderprogramm gestartet hat. Und also bei einem biologischen Konflikteinschlag geht das Sonderprogramm los. Und zwar je nach Keimblatt. Es gibt entweder Zell plus, das nennt man normalerweise Tumor, oder Zell minus, das nennt man normalerweise Geschwür, Ulkus oder Nekrose oder Osteoporose oder Funktionsausfall wie Lähmung oder Taubheit oder Blindheit in der konfliktaktiven Phase. So lange geht das und das ist eine Phase, in der der Mensch rasch auszehrt, weil er keinen Appetit mehr hat, weil er nicht mehr richtig schlafen kann, weil er sich nicht gescheit regenerieren kann und bis zur Konfliktlösung, Konfliktolyse. Und dann schaltet der Körper um. Die Helfermikroben helfen, die Tumoren abzuräumen. Die Bakterien helfen, durch Schwellung und Entzündung die Geschwüre wieder aufzubauen. Und die Heilungsphase hat drei Komponenten. Die erste Phase, wo Wasser eingelagert wird, auch ins Ödem im Gehirn. Die Krise, die das Wasser im Organ und im Ödem im Gehirn wieder auspresst und dann die sogenannte Pinkelphase, mal ganz grob, dass man sich's merken kann. Und am Ende ist wieder Normotonie erreicht beim Individuum. Natürlich fehlt ein Stückchen Gewebe, je nach Programm, oder es gibt Narben, es bleibt was zurück. Aber damit kann in der Regel wunderbar gelebt werden, es sei denn, ein Programm läuft unendlich oft. Das ist das zweite biologische Naturgesetz. Und das dritte spricht von dem entwicklungsgeschichtlichen System der sinnvollen biologischen Sonderprogramme. Und das bedeutet, wir haben vier Keimblätter. Zwei Althirngesteuerte, also Stammhirn und Kleinhirn. Dann haben wir das Marklager und die Großhirnrinde. Und jeweils jedes Gehirnteil steuert eine andere Art von Organen, macht andere Programme und hat ein anderes Urthema. Brockenkonflikte, Integritätskonflikte, Selbstwertkonflikte und Konflikte im sozialen Miteinander. Ja, genau. Und das vierte biologische Naturgesetz spricht von dem auch entwicklungsgeschichtlichen System der Mikroben, nämlich jede Mikrobe arbeitet streng keimblattabhängig. Also Tuberkelbakterien werden niemals im Plattenepithel irgendwas tun. Egal wie viel die da sind, sie tut da nichts. Kein Blatt, ganz streng arbeiten die dran. Und nur in der postkonfliktolytischen Phase, also PCL, in der Heilungsphase. Also nur, wenn der Konflikt gelöst ist. Sobald er wieder reaktiviert ist, stoppt es wieder und muss wieder gelöst werden. Deswegen hat der Dr. Hamer sie auch die Chirurgen der Natur genannt, weil sie unsere Helfer sind.
Und in der Regel sind alle Mikroben unsere Helfer. Wir haben übrigens mehr Mikrobenzellen im Körper als Körperzellen. Wir sind quasi freundlich unterwandert. Es gibt auch feindliche Unterwanderung, aber feindlich in dem Sinne, dass wir zum Beispiel mit Mikroben zu tun bekommen, die wir nicht kennen. Zum Beispiel bei Fernreisen, wenn wir dann nicht abgekochtes Wasser trinken, kann es gefährlich werden. Ich habe das mal erlebt mit einer ganzen Gruppe. Ist nicht so lustig. Oder wenn wir Mikroben zu uns nehmen, die einfach für unsere Ernährung nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel die sich bilden auf Aas. Ja? Die sind für einen Geier oder für einen Hund vollkommen problemlos, aber für uns nicht. Kriegen wir zu viel Salmonellen ab, dann haben wir natürlich ein Problem und dann reagiert unser Körper drauf. Aber die normalen Mikroben, die überall sind und die wir auch hoffentlich nie alle abtöten können, weil dann sind wir tot. Ohne Mikroben können wir überhaupt nicht leben. Okay, nicht, dass ich mich da versteige. Und die Viren stehen hier noch im Fragezeichen. Also Viren, bisher gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis. Und Dr. Harmer hat am Ende gesagt, also das müsst ihr eigentlich streichen, weil bisher sind die noch nie nachgewiesen worden. Und das wird ja heute immer mehr offenkundig. Und ist zurückzuführen auf den Pasteur, der die Viren quasi als Arbeitshypothese mal aufgestellt hat. Und seitdem, wie das so in der sogenannten Wissenschaft üblich ist, schreibt man ab. Der eine schreibt vom anderen ab. Okay. Ein Satz muss ich noch sagen zur Wissenschaft. Also das erste Semester in der Wissenschaft müsste eigentlich jeder Student lernen, die Grundsätze zu hinterfragen. Damit neue, frische Geister die Grundlagen hinterfragen. Und erst wenn die noch stimmen, kann man weiter forschen. Damit das nicht wieder passieren kann, dass wir unendlich voneinander abschreiben, jeden Blödsinn. Das fünfte biologische Naturgesetz ist eigentlich beschreibende Natur. Es sagt Folgendes, dass eben es keine Krankheiten gibt in dem Sinne, sondern nur sinnvolle biologische Sonderprogramme. Und dass die verstehbar sind. Und jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm startet mit einem biologischen Konfliktschock. Das ist der Start-, Dreh- und Angelpunkt. Und den müssen wir verstehen, damit wir wissen, wo ansetzen, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Dann haben wir die Schienen. Ich habe davon gesprochen, dass in dem Moment des Schocks sich der Körper alles einprägt. Die Situation, das schlimme Gesicht. Oder ja, wie ein Fotoapparat. Und immer wieder, wenn der gleiche Konflikt nochmal ist, kann es sein, dass sich eine neue Schiene bildet. Ja, und eine Schiene braucht nicht mehr die drei Kriterien. Das reicht dann, dass wir Milch trinken und zack, sind wir konfliktaktiv. Nur kurz. Aber es reicht, um die Heilungssymptome zu kreieren. Und so kann es sein, dass jemand immer nach Milch, Magenschmerzen kriegt oder Durchfall kriegt. Das sind Heilungssymptome oder Schnupfen kriegt. Ja. Dann haben wir die verschiedenen Konfliktverläufe. Ein einmaliger Konflikt, der durchläuft durch den Harmerschen Kompass, bis es wieder normal ist. Dann mehrfach der gleiche Konflikt wieder auftritt. Moment, halt. Die hängende Heilung, wo quasi durch Schienen immer wieder der gleiche Konflikt angetriggert wird. Und da ist wirklich gut zu suchen, was war der Ursprungskonflikt, weil der meistens nicht mehr, nach einigen Jahren überhaupt nicht mehr relevant ist. Nicht mehr wirklich wichtig. Und damit löst er sich auf durch Bewusstwerdung. Dann haben wir den hängend aktiven Konfliktverlauf. Und das ist eine gefährliche Situation. Also das unten, das Blaue. Wenn du über Wochen, Monate im Dauerstress bist, wenn du nicht mehr gescheit schlafen kannst, wenn du keinen Appetit mehr hast, wenn du abnimmst, wenn du
Immer kalte Hände hast, du wirst einfach nicht mehr warm. Du hast Zwangsdenken, du kommst irgendwie überhaupt nicht mehr auf was Kreatives, weil du immer nur an deinem Konflikt rumhängst und nicht rauskommst. Das wird gefährlich. Da brauchst du eine biologische Lösung. Und das ist manchmal sehr unbequem, weil du musst vielleicht deinen Arbeitsplatz wechseln oder sowas. Aber wichtig. Die Natur bietet die Möglichkeit des sich Arrangierens, wenn du nach einer gewissen Zeit deinen Konflikt nicht gelöst hast, das geht aber nicht bei allen Konflikten, und irgendwie sagst du, also gut, abgeschrieben. Das ärgert mich zwar immer noch, aber naja, du arrangierst dich mit der Situation. Dann kannst du damit, sagen wir mal, dein Stresslevel runterbringen, aber du hast unglaublich viel Konfliktmasse, die sich auch immer weiter aufbaut. Und das sind dann Situationen, da darfst du auf gar keinen Fall nach langer Zeit diesen Konflikt lösen, weil der wird dann so heftig in der Heilungsphase, dass du ihn womöglich nicht überstehst. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und das vor allen Dingen den ambitionierten Therapeuten, und da muss ich mich selber an der Nase packen, nicht auf Teufel komm raus alles lösen wollen und jeden Konflikt suchen, weil das könnte dahinter stecken. Und das ist jetzt das heutige Thema, die schizophrene Konstellation. Muss ich gleich sagen, nicht jeder, der in einer Konstellation ist, ist offenbar oder offensichtlich schizophren. Da gibt's alle Varianten. Ja. Und eine schizophrene Konstellation bedeutet ein aktiver Konflikt, der nicht gelöst ist, und ein zweiter aktiver Konflikt, der nicht gelöst ist, zeitversetzt. Und dann stoppt die Konfliktmasse, und ich gehe nachher noch ganz genau drauf zu sprechen. Ab dem zweiten Konflikt stoppt die emotionale Reife, die Konfliktmasse, und der Mensch ist manisch-depressiv. Und hier sind wir im Großhirn-Rindenbereich. Das ist quasi hier der Kortex, Großhirnrinde. Und das Revier, Revierbereiche, also da gibt es viele, viele Relais. Alles, was hier rot ist, betrifft Großhirnrinde. Aber nur die fünf Bereiche, die hier so links und rechts so im Bogen eingefasst sind, sind die klassischen Revierbereiche. Also das da und das da. Und hier haben wir das Plattenepithel, die Bronchien, das habe ich gestern besprochen, Leber, Gallengänge, Herzkranzgefäße, Harnwege etc. Und die Funktionsausfälle sind hier im Revierbereich. Also, das gehen wir jetzt natürlich nicht alles durch, nur mal für einen Überblick. Ja. Wir haben gestern die Revierangst besprochen. Das wäre hier die Bronchien und der Kehlkopf. Und jetzt ist es wichtig, weibliches Empfinden, männliches Empfinden. Ich wäre euch sehr, 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 sehr dankbar. Andere Leute können das, dass sie weiterreden, während andere reden. Ich bin jetzt da sehr sensibel und ich habe da äußerste Mühe, weiterzureden, während gesprochen wird. Ich bitte um Vergebung dafür, aber es ist bei mir so. Und ich bin da einfach also ich kann es nicht abschalten. Ja, vielen Dank. Also, weibliches Empfinden hat eine Frau normalerweise und auch ein Mädchen. Männliches Empfinden hat ein Mann normalerweise oder natürlicherweise und auch ein Junge. Jetzt ist es allerdings so, die Natur hat immer auch Auswege eingerichtet. Wenn zum Beispiel ein Mädchen linkshändig ist, ich muss vorher anfangen. Deshalb ist der rechte Bereich, das was jetzt blau ist hier, der rechte Bereich, das ist der männliche Revierbereich. Und der linke Bereich ist der weibliche Revierbereich. Der gleiche Konflikt wie zum Beispiel diese
Revierangst wird vom Mann männlich empfunden, von der Frau weiblich. Der Mann hat Revierangst und die Frau empfindet Schreckangst in dem Moment. Beim Mann geht es an die Bronchien und bei der Frau an den Kehlkopf. Dieses Brüllen beim Mann, Bronchien, und bei der Frau Kehlkopf. Das gilt für Rechtshänder. Wenn jetzt eine Frau Linkshänderin ist, dann empfindet sie genauso, aber es schlägt bei den Bronchien ein. Das muss man wissen als Therapeut auf jeden Fall. Und umgekehrt beim linkshändigen Mann schlägt es im Kehlkopf ein. Und das hat auch einen Sinn, weil Rechts- und Linkshänder, die haben einfach dominant, eine andere Dominanz. Und das ist ja im Rudel, hat es so seine Vorteile, wenn es mal um hart auf hart geht. Dass jemand auch da ist, der woanders die Dominanz hat. Bitte, kein Anspruch, dass ihr euch das alles jetzt merken könnt. Geht nicht, es ist zu viel. Aber mal einen Überblick, einen Eindruck euch geben lassen. Die Händigkeit ist entscheidend, muss man einfach wissen. Und jeder, der mir sagt, ja, ich kann beides, bin ich ziemlich sicher, der ist Linkshänder und umerzogen. Aber da gibt es ein paar Tests, wo man das machen kann. Also das Empfinden entscheidet, wo ein Konflikt einschlägt. Und da ist jetzt auch die Hormonlage entscheidend. Also sobald ein Mädchen die Pille nimmt, empfindet sie männlicher, weil ihr künstlich die Hormone verändert wurden. Es kann dahin gehen, dass sie sich dann verliebt in jemanden und dann setzt sie die Pille ab, haben geheiratet, wollen Kinder kriegen und plötzlich weiß sie überhaupt nicht mehr, was sie mit dem anfangen soll. Weil sie männlicher empfindet, verliebt sie sich vielleicht mehr in einen Softie. Und dann, wenn sie wieder weiblicher empfindet, wenn die Pille abgesetzt ist, dann weiß sie gar nicht mehr, was sie an dem toll fand. Ja, es ist tragisch. Ich weiß nicht, wie wenn es eine Hormonspirale ist, wenn es eine Kupferspirale ist, nicht. Aber lass uns nicht in diese Details gehen. Es geht nur ums Grundlegende. Ich spreche auch nicht über die verschiedenen Schemata, äußere Haut und Schleimhaut. Das sind alles, das ist zu viel heute. Jetzt nochmal, was ist eine Konstellation? Also, das ist keine. Linke und rechte Hirnhälfte schwingen im Grundrhythmus. Beide im gleichen Grundrhythmus. Jetzt schlägt ein Konflikt ein. Und im Revierbereich. Also, eine Gehirnhälfte schlägt es nicht mehr im Grundrhythmus. Die andere schon. Hier ist noch niemand psychotisch. Ja, ist niemand verhaltensverändert. Der Mensch ist einfach in einem Konflikt. Sobald jetzt zwei Konflikte einschlagen, weil wenn der erste Konflikt hier eingeschlagen hat, muss der zweite Konflikt im Revierbereich auf der anderen Seite einschlagen. Das ist ein Muss. Schlag nicht zweimal in der gleichen Seite ein, sondern ein Muss. Ich spreche nachher noch drüber. Wie? Sobald zwei Konflikte im Revierbereich eingeschlagen haben, ist dieser Mensch in der Konstellation und psychotisch. Also beide Gehirnhälften schwingen nicht im Grundrhythmus und beide unterschiedlich zueinander. Und jetzt gilt die erste Regel, der letzte Konflikt muss immer zuerst gelöst werden. Der macht den quasi zu. Das ist auch der Übersinn, der stoppt ja die Konfliktmasse. Und wenn der letzte gelöst ist, dann kann der erste auch gelöst werden. Okay, jetzt mache ich hier noch ein paar Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt den einen Konflikt und einen Konflikt in Krise. Da haben wir wieder beide aus dem Grundrhythmus und beide unterschiedlich zueinander. Also Krise ist der Moment, wo die Flüssigkeit aus dem Ödem, aus dem Hammerschen Herd
im Gehirn ausgepresst wird, in der Heilungsphase. Ja. Eine Doppelkrise kommt so gut wie gar nicht vor. Die kam erst vor, als der Dr. Hammer mit meinen Studentenmädchen gearbeitet hat, wo plötzlich beide Konflikte gleichzeitig in Lösung kamen und auch gleichzeitig in die Krise. Da ist man wieder psychotisch. Aber das wird nicht unser Hauptthema sein. Und hier haben wir eine Hirnverletzung. Also wenn jemand im Gehirn verletzt ist, beziehungsweise ein sogenannter Gehirntumor, der ja nichts anderes ist als ein Heilungsödem im Hammerschen Herd, wenn er da operiert wurde, dann ist er dauerhaft aus dem Rhythmus gebracht in dieser Gehirnseite. Also wird nie mehr wieder die Chance haben, im Grundrhythmus zu schwingen. Also im Gehirn rumzuschneiden, das ist ein Unding. Das kommt nur in Frage im absoluten Notfall, wenn da irgendwie was drinsteckt oder so. Aber nicht einfach da im Hirn rumschneiden. Okay, jetzt haben wir so mal ein Grundverständnis, was eine Konstellation ist. Jetzt gehen wir mal ein Beispiel durch. Wir gehen mal heute nur ein Beispiel. Für die Männer und Jungs gilt was ganz Ähnliches. Das kann man dann übertragen. Aber wir gehen mal von einem rechtshändigen Mädchen aus. Und dieses rechtshändige Mädchen hat klassischerweise irgendwann im Kindesalter ihren ersten sexuellen Konflikt im sexuellen Revierbereich. Das ist üblicherweise das Doktorspielchen. Nicht das erste Doktorspielchen, sondern das erste Doktorspielchen, wo man erwischt wurde. Weil Doktorspielchen ja eigentlich nicht konfliktbeladen sind bei Kindern untereinander. Die sind ja neugierig und ja, unschuldig. Kinder sind unschuldig. Aber sobald dann die Mama oder der Papa oder die Tante oder wer auch immer kommt und sagt, du Ferkel, du, was macht ihr da? Wird plötzlich das unschuldige Spiel zu einem sexuellen Konflikt. Was passiert dann? Das Mädchen, das rechtshändige Mädchen, empfindet weiblich auf der linken Seite, auf der weiblichen Seite, und hat einen sexuellen Konflikt, der betrifft die Organe Herzkranzvenen und Gebärmutter, Hals und Mund, Schleimhaut. Genau, die beiden gleichzeitig. Und die werden beide aktiv. Ja, und es wird ihr die weibliche Seite in dem Moment verschlossen. Das heißt, in dem Moment, wo der erste Konflikt eintrifft, auf der sexuellen Konflikt eintritt, empfindet das Mädchen männlicher als vorher. Das kann sehr stark sein, je nach Konfliktstärke, oder es kann einfach nur etwas sein, aber sie empfindet männlicher als vorher. Plötzlich hat sie andere Interessen. Die Puppen sind plötzlich einfach nicht mehr interessant. Seltsamerweise. Und plötzlich hat sie männliches Revierverhalten. Und steht dann auf Softies. Also, das ist das Klassische. Und ich habe deswegen dieses Beispiel gewählt, weil das meine Konstellation ist. Und ich bin sicher, hier sitzen viele Frauen, die das bei sich auch erkennen können. Ja? Weil das ist so der Klassiker. Bei Jungs gibt es auch Klassiker, aber das ist hier der Mädchenklassiker, bei rechthändigen Mädchen. Dieses Mädchen bekommt nicht, wie natürlicherweise ein Mädchen bekommen würde, mit 11 Jahren ihre erste Regel. Sie bekommt sie nicht. Und wenn das so bleibt, dann bekommt sie sie überhaupt nicht, weil sie männlich empfindet. Weil es ihre Hormonlage verändert. Ein sexueller Konflikt. Und klassischerweise kommt dann der zweite Konflikt irgendwann ein paar Jahre später, meistens in der Pubertät, und muss
auf der männlichen Seite einschlagen, im männlichen Revierbereich. Und der zweite sexuelle Konflikt bringt das Mädchen in die Konstellation. Das heißt, genau in dem Zeitpunkt, wo der zweite Konflikt einschlägt, und das ist üblicherweise die verschmähte Liebe, ja, da ist sie irgendwie, bei mir war der Konflikt so, ich war im Schullandheim, habe schon männlich, ja, habe mich auf so einen Softie eingeschossen und habe den angehimmelt aus der Ferne, fand den so toll und habe das meiner Freundin erzählt. Und die Freundin, die blöde Kuh, Entschuldigung, Kühe, hat gesagt, du, die Brigitte ist verliebt in dich. Hat es dem entgegengeschrien. Ja, so wie halt Mädchen manchmal gemeint sind. Ich bin auf sie los und war natürlich total fertig und so weiter. Aber das war noch nicht mein Konflikt. Mein Konflikt war, und ich merke schon, meine Stimme fängt an zu... Nein, mein Konflikt war, dass er sich am nächsten Tag an ein Mädchen herangemacht hat, die Brigitte heißt, auch Brigitte hieß. Das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Das kann jede Frau nachempfinden. Also da war ich in meiner Weiblichkeit total verletzt. Das war der zweite Konflikt. Der hat mir die Konstellation gebracht, Gott sei Dank mit 14 Jahren erst. Und nicht schon früher, hätte ja auch früher passieren können. Meine emotionale Reife dann gestoppt und mich manisch-depressiv gemacht. Ja, ich sage es einfach mal so, manisch-depressiv heißt jetzt, ich komme gleich nochmal auf die Waage zu sprechen, ich war eine Zeit lang durch den Wind. Also erstmal ist man 2-3 Monate psychotisch, wenn die Konstellation eingeschlagen ist. Und das ist das, was wir bei Jugendlichen in der Pubertät beobachten können, weil da kommt meistens der zweite Konflikt und dann sind die eine Zeit lang komplett durch den Wind. Ja. Und das Gute daran ist, zwei aktive Konflikte, die können jetzt jahrzehntelang überlebbar bleiben, weil die Konfliktmasse stoppt. Auch die emotionale Reife hätte ich jetzt bis 25 schon Kinder bekommen, hätte ich diese Reife nachholen können. Das ist das Tolle bei Frauen. Wenn sie früh Kinder bekommen, können sie emotionale Reife nachholen. Das ist klasse. Klasse eingerichtet von der Natur. Ja, warst du dabei? Super. Gratuliere. Ich nicht. Okay. Und ab dem Moment bekommt das Mädchen auch ihre Periode. Und ich hatte meine Periode mit 14. Aber warum hast du gesagt, Gott sei Dank nicht früher, dass der zweite Konflikt war? Ja, sag mal, der erste Konflikt war vielleicht mit 6, ja? Wenn der zweite Konflikt mit 8 gewesen wäre, dann wäre ich emotional mit 8 Jahren steck geblieben. Achso, dann war stecken bleiben. Ja. Hätte zwar nicht so viel Konfliktmasse gehabt, aber früher stecken geblieben. Der erste Hinweis auf die Frühsexualisierung, ja? Also wenn man heute im Kindergarten schon anfängt, den Kindern sexuelle Konflikte zu setzen, was das bedeutet für die emotionale Reife der ganzen Gesellschaft. Okay. Was ist noch, das möchte ich einfach an der Stelle auch sagen, weil das die Menschen einfach nicht wissen und weil es so, so wichtig ist. Diese Konstellation verschließt einer Frau den vaginalen Orgasmus. Und das ist vor allen Dingen auch für die Männer wichtig zu wissen, ja? Und für die Frauen wichtig zu wissen, was gibt es Stress von den Frauen, die versuchen, vaginalen Orgasmus zu bekommen und sie kriegen ihn nicht und sie können ihn nicht kriegen mit der Konstellation. Und glauben, es liegt an ihnen. Nein, liegt nicht an ihnen. Und wenn ein Mann das weiß, dann weiß er, diese Frau kriegt keinen vaginalen Orgasmus. Und wenn sie dann auch noch anatomisch so gebaut ist, dass ihre Klitoris nicht direkt am Eingang liegt, dann ist beim ganz normalen
Verkehr, ein Orgasmus für die Frau nicht drin. Es ist übrigens ein Grund, warum ganz viele Frauen irgendwann einfach keinen Bock mehr haben. Und die Männer wissen nicht, was tun, obwohl es so einfach wäre. Wäre wirklich einfach. Und deswegen sage ich das hier. Es ist wichtig. Da gibt es... ja. Okay. Und Stopp der Reife, Stopp der Konfliktmasse, manisch-depressiv und jetzt gilt die Waage. Also natürlich gibt es noch Konstellationen mit 3, 4, 5 Konflikten, aber da gehen wir nicht hin. Ja? 2 Konflikte macht eine Konstellation, alles andere ist wirklich hohes Studium. Jetzt hast du die Waage. Der erste Konflikt war das Doktorspielchen und der zweite die unglückliche Liebe. Und jetzt entscheidet sich einfach, welcher Konflikt wiegt schwerer. Wiegt das Doktorspielchen war jetzt das Doktorspielchen viel dramatischer, viel schwerwiegender, dann geht die quasi die weibliche Seite, wiegt schwerer und diese Frau wird manisch, hyperaktiv. Das sind dann die Kinder, die ADHS diagnostiziert bekommen. Hyperaktiv. Manisch ist natürlich immer so ein schulmedizinischer, diagnostischer Begriff. Hyperaktiv, ja. Mir gefallen die Worte introvertiert und extrovertiert besser und es ist auch oft einfach passender. Weil nicht jeder ist hochmanisch und nicht jeder ist depressiv, aber eher zurückhaltend, eher gleich mal nach außen gehend. Mir gefällt das einfach besser. Wiegt jetzt die unglückliche Liebe schwerer, das war bei mir der Fall, geht es eher in Richtung Introversion, geht es eher in Richtung depressiv beziehungsweise ADS. Wobei das mit introvertiert und extrovertiert, das gehört jetzt wirklich nur mal untersucht, wissenschaftlich untersucht, inwiefern das, also da gehört einfach noch viel Forschung hin, inwiefern das mit den Konflikten zusammenhängt und so weiter. Gut, also der schwerwiegendere Konflikt entscheidet, ob dieser Mensch mehr zurückhaltend ist, mehr depressiv ist oder die siehst du nicht, oder ob er mehr Halligalli und anstrengend ist. Ja. Können aber auch beide Konflikte ähnlich stark sein, dann ist dieser Mensch unauffällig, ja, und wirkt eher ausgeglichen. Aber natürlich, wenn so ein Konfliktthema angetickert wird, dann reagiert der Mensch eben nicht mehr ausgeglichen. Das ist einfach so. So, wo sind wir jetzt? Die Waage. Hier gelten 7 Regeln, die gehen wir nicht durch, keine Sorge. Gut. Jetzt möchte ich euch ein paar weitere, also ist es soweit verstanden, ungefähr, wie sowas abläuft und wie das ganze Leben prägt. Ja? Unser Empfinden, unser Denken, unser Handeln, unsere ganze Gesellschaft prägt. Und es gibt natürlich noch ganz andere Konstellationen als die sexuellen. Hier haben wir zum Beispiel die Schwebekonstellation. Da ist Kehlkopf und Bronchien, diese beiden Revierbereiche, sind betroffen. Und das sind klassischerweise die Leute, die Nahtoderfahrung gemacht haben, weil beide Konflikte aktiv sind. Und das sind, je nachdem, ob der jetzt ein manischer Esoteriker ist, die können einem ziemlich auf die Nerven gehen, die also immer irgendwelche Räume und also, oder eher ein depressiver Schweber ist, die träumen auch viel vom Fliegen oder vom Fallen, je nachdem.
Der Dr. Hamer sagt, das ist die Konstellation der großen Entdecker. Weil das natürlich auch einen absoluten Vorteil hat. Du kannst dich über die ganze Problematik hinwegschweben und siehst das große Bild. Also diese Konstellationen haben auch alle wieder was ganz Tolles. Ja, was auch für die Gesellschaft toll ist. Die Postmortalen, das ist eben diese, wo die sexuellen Relais betroffen sind. Im Extremfall sind die manischen die tatsächlichen Selbstmörder, wenn die auf Schiene kommen. Und die Depressiven, die reden nur davon. Da gehört auch die Nympho- und die Casanova-Konstellation dazu. Also, ja. Dann gibt es die Bioaggressiven, die Choleriker. Ja. Die können auch ganz, ganz normales Leben führen, aber wenn die angetriggert werden mit ihrem Konflikt, dann, Gnade, nichts wie weg. Dann sind die wirklich sehr, sehr aggressiv, können sehr, sehr aggressiv sein. Dann haben wir die Mythomanen. Das sind die Dauerquassler. Das sind die Leute, die kriegen keinen Punkt, kein Komma. Und wenn du mal einen Satz unterbringst, nimmst du einmal Luft und zack, hast du wieder nichts mehr zu melden. Und der Sinn, der Übersinn von dieser Konstellation ist, wirklich den Gegner niederzuquasseln. Einfach niederzuquasseln. Das können die. Dann die autistische Konstellation. Ja, haben wir viele. Ganz, ganz viele. Die sind natürlich in der Computerwelt sehr gefragt. Ja, das sind so Zahlenkünstler und die kannst du wunderbar einsetzen. Die brauchen bloß einen Computer und einen Raum zumachen und dann machen die beste Arbeit. Das Bronchialasthma gehört auch dazu, zu den Konstellationen. Hier haben wir Stottern, schau, eine Konstellation. Und dazu gehört auch Nuscheln. Es gibt Menschen, die können nicht klar sprechen, auch wenn sie sich noch so bemühen. Und je mehr sie Stress haben, desto weniger geht das. Also Stottern und Nuscheln ist eine Konstellation. Ja, die sind immer ist immer eine eigene Konstellation. Gehörst du dieser Bronchial? Nee. Aber, warte mal, da ist der Kehlkopf und das Sprachzentrum mit betroffen. Aber Asthma, das ist die Krise, jeweils die Krise von der bronchialen Muskulatur. Okay. Bulimie ist keine Konstellation in diesem Sinne, man ist nicht manisch-depressiv. Warum? Weil es nur ein Konflikt im Revierbereich ist und der andere, wie man sieht, ist hier im Unterzuckerungsbereich, also Bauchspeicheldrüse, wo es darum geht, verwechsel die immer, also Diabetes quasi, Angst-Ekel-Konflikt ist es. Also die sind nicht manisch-depressiv. Aber die Anorexie, die ist es. Also die Magersucht, die ist manisch-depressiv. Und wir haben die Homosexualität, also in dem Fall eine Lesbe, als Konstellation. Das ist eine Konstellation. Und bitte? Nee, das ist eine ganz übliche Konstellation. Und die gab es schon immer. Nur wird die heute durch unsere Frühsexualisierung kommen einfach viel, viel mehr da rein. Und es ist, also, das möchte ich mal ganz klar sagen, jede sexuelle Präferenz, ob nicht konstelliert oder konstelliert, ist total in Ordnung, solange sie niemandem schadet. Wir müssen nur wissen, dass, und dazu gehören zum Beispiel Kinder. Kinder ist, die gehören geschützt, Punkt. Keine Diskussion. Und
dass jeder Mensch, der in der Konstellation ist, je nachdem wie früh, ist entwicklungsretardiert. Und deswegen ist es verrückt, wenn wir diese Menschen speziell in die Regierung nehmen, speziell als Vorbilder nehmen. Wir sollten die raussuchen, die nicht entwicklungsretardiert sind. Die, komme ich gleich dazu. Ja, es gibt es nicht mehr viel. Es gibt es nicht mehr viel und es gab es auch noch nie viel, muss man auch dazu sagen. Dr. Hammer hat gesagt, 1% der Menschen, so, also, und Dr. Hammer hat ja noch nicht irgendwie im alten Germanien gelebt, sondern in der heutigen Zeit, 1% haben keine Konstellation. Und es ist nicht weiter dramatisch. Sie sind wunderbare Menschen, die haben wunderbare Fähigkeiten und sind wunderbare Teile unserer Gesellschaft. Nur an den wichtigen Stellen sollten wir gucken, dass wir möglichst reife und wenn konstellierte, dann reife, also spät konstellierte, hinsetzen und auch gucken, ob die charakterlich in Ordnung sind. Weil eine Konstellation heißt noch gar nichts zum Thema Charakter. Also, Konstellationen machen Konflikte überlebbar. Das ist absolut klasse und wichtig und der biologische Übersinn. Sie verändern alles, unser Empfinden, unser Denken, unser Verhalten. Erklären, warum jemand manisch oder depressiv ist. Sie verändern auch unseren Körperbau. Also, ist nicht, dass ich was Falsches sage. Genau, beim ersten Konflikt verändern sie ja unser Empfinden. Das heißt, wenn der erste Konflikt früh ist und spät in die Konstellation kommt, dann bekommen die Mädchen gerade Schultern, männliche gerade Schultern. Und die Jungs weibliche runde Schultern, weil die Jungs dann eher weiblich empfinden. Ich hatte einen Nachbarnjunge, der hat nur mit Puppen gespielt. Und sie verändern auch unseren Körperbau. Nur mal als Hinweis. Und unsere Gesellschaft. Ja. Das ist jetzt das nächste Thema. Die Frühsexualisierung bedeutet, mal ganz objektiv, dass sexuelle Konflikte früh gesetzt werden. Ob bewusst oder nicht bewusst, darf jeder selber entscheiden. Wer sieht, was da passiert, wie das aufeinander aufbaut, also ich habe da keine Zweifel. Aber das darf jeder selber entscheiden. Bedeutet, eine ganze Generation wird in der Reife, in der emotionalen Reife gestoppt. Das heißt, nicht in der intellektuellen Reife. Ja, ich weiß, da kommen 1000 Fragen hoch. Lass es mich, ja, nochmal diskutieren wir hinterher. Und wenn jetzt jemand unter 10 Jahren, das habe ich jetzt einfach mal willkürlich genommen, so gefühlsmäßig genommen, unter 10 Jahren in die Konstellation kommt, das heißt in seiner emotionalen Reife vor der normalen sexuellen Reife, also unter 10 Jahren gestoppt wird, dann kann der gar nicht dieses Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl entwickeln wie jemand, der überhaupt nicht in die Konstellation kam, sondern sich voll bis 25 emotional ausreifen konnte. Das ist nicht möglich. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber er hat natürlicherweise nicht so ein Interesse an Kindern. Und wenn, dann sind die Kinder seine Kumpels. Und es ist nicht der Vater oder die Mutter, die da, also die Mutter hat ja das Glück, dass sie durch das Kind Reife nachholt. Und man sieht ja auch, die Mädchen sind eh früher reif und dann haben sie das Glück, dass sie durch Kinder die Reife nachholen
Und da sind Mädchen, die haben eine Reife, da haut's dich um. Und daneben stehen da Männer, die Väter. Ja, das ist vielleicht der große Bruder von der emotionalen Fähigkeit her, Reife her. Und das ist tragisch, ja. Ja. Ja, ja, das ist gut. Ja. Ja. Die Frage war, ein Konflikt, zwei Konflikte, man kann ja das nicht auf zwei Konflikte reduzieren. Wir haben ja ständig jeden Tag Konflikte, aber nicht ständig jeden Tag biologische Konflikte mit den drei Kriterien ganz vom Anfang. Das ist das Wesentliche. Und nicht jeden Tag sexuelle Konflikte oder im Revierbereich Konflikte. Ja. Das erlebt man. Ja. Nein. Nein. Also die Frage war wegen Freundin wegnehmen und so weiter. Das erlebt man öfters. Richtig. Das erste Mal ist das Konfliktivste. Das erste Mal sind auch die Jugendlichen wirklich sowas von zerstört und verstört. Wenn sie es zwei, dreimal erlebt haben, dann ist es nicht mehr so konfliktiv und sie sehen es auch schon voraus. Ja. Okay, das können wir nachher noch weiter diskutieren, aber das sind natürlich wichtige Fragen, die muss man sich stellen, um das verstehen zu können, ganz klar. Mit der Frühsexualisierung haben wir haufenweise Intellektuelle. Also intellektuell sind die Leute ja super klasse. Professoren und alles. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber in ihrer Reife, du glaubst gar nicht, was die machen und wo sie einfach die Konsequenzen anscheinend gar nicht auf dem Schirm haben. Und das kriegen wir ja ständig vorgeführt. Und wir haben natürlich mit den verschiedenen Konstellationen haufenweise Leute, die sich unterschiedlich in ihrem Geschlecht fühlen. Und so ist es natürlich kein Problem, 150 verschiedene Geschlechter zu definieren. Ja, Genderwahn. Also es gibt männlich und weiblich. Punkt. Und natürlich gibt es haufenweise Menschen, die nicht so empfinden. Das hat aber seine Gründe. Und jeder darf so leben, wie er möchte, als erwachsener Mensch, mit erwachsenen Menschen im gegenseitigen Einvernehmen. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. So, jetzt kommen wir zum Thema ohne Revierkonflikte. Wie gesagt, Dr. Hammer meint, ungefähr einer von 100 hat keine Konflikte. Ist nicht konstelliert. Das heißt, er hat keine Konflikte. Es gibt niemanden, der keine Konflikte hat. Aber ist nicht konstelliert. Weil es sind ja nur diese fünf rechts und links im Großhirn. Ein Alpha-Mann ist ein nicht konstellierter Mann. Er ist maskulin, hat gerade Schultern, ist emotional reif, hat Weitblick in seinen Entscheidungen, ist nicht launisch, wird geachtet, man sucht ihn auf, wenn man Rat sucht. Und eine Alpha-Frau ist feminin, hat runde Schultern, ist emotional reif, hat Weitblick in ihren Entscheidungen. Ich hätte es eigentlich umgekehrt machen müssen. Links die Frau, rechts den Mann, das mache ich das nächste Mal besser. Gut. Ist nicht launisch. Und wird geachtet für ihren weisen Rat. Und eine Alpha-Frau bekommt ihre Menarche mit 11 Jahren. Das ist natürlich. Das mit dem nicht-launisch finde ich total wichtig. Wie viele launische Menschen haben wir? Also inklusive mir. Ja. Und in sich zu ruhen. Und nicht launisch zu sein und den Überblick zu bewahren. So Leute brauchen wir in der Politik. Und an allen Führungspositionen. Die brauchen wir. Die anderen können, die kann viele wichtige, tolle Sachen machen. Aber wo es Weitblick braucht, brauchen wir Alpha-Leute. Und zwar die, die für das Wohl aller
Und diese Beschreibung von Alpha-Mann und Alpha-Frau, mir fällt immer nur ein, der König und die Königin. Die sorgen wohlmeinend für ihr Reich, für ihr Bereich, für ihre Gruppe, für ihr Volk, für ihre Familie, egal. Gut. Wie gesagt, viele können ein unauffälliges Leben führen, weil sie eben nicht so einen starken Ausschlag haben in die eine oder andere Richtung. Konstellationen sind nicht vererbbar. Das heißt, Homosexualität ist nicht vererbbar. Ja, kann ja gar nicht sein. Wie sollte das sein? Ist auch nicht unheilbar, wobei ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Krankheit ist, ja? Eine Konstellation ist eine Konstellation. Wenn die früh gelöst werden kann, durch umsichtige Eltern zum Beispiel, die sehen, das Kind ist verändert. Was könnte das gewesen sein? Da war ich ein bisschen hart bei dem Doktorspielchen, oder? Ja, dann kann das früh gelöst werden. Und dann kann Reife nachgeholt werden und dann ist alles gut. Es ist auch so, dass nach 10 Jahren sich die Konfliktmasse vom ersten Konflikt halbiert. Das heißt, wenn du spät die Konflikte löst, dann hast du keine Gefahr, dass auch die Konfliktmasse vom ersten dich umhaut. Aber zu früh zu lösen, man muss einfach wissen, da ist Konfliktmasse dahinter. Und wir haben die Herzkranzgefäße, ja? Die Heilungsphase heißt Herzinfarkt. Und bei der Frau heißt die Heilungsphase Lungenembolie. Und damit ist nicht zu spaßen. Übrigens, das ist auch der Grund, warum auf der Pille am Beipackzettel steht, Nebenwirkung, Lungenembolie. Ja? Es kann nämlich einen aktiven Konflikt lösen durch das andere Empfinden. Und zack, das Mädchen hatte Lungenembolie. Jetzt, Moment, habe ich alles Wichtige gesagt? Ja, zur Therapie nochmal. Die wichtigste Therapie ist es zu verstehen. Einfach zu verstehen und zu verstehen, dass es nicht mit einer neuen Therapieform getan ist, sondern die Germanische hat dann wirklich Grund, wenn wir wieder frei leben können. Wenn wir uns nicht von irgendwelchen Industriezweigen, was über Gesundheit sagen oder verbieten lassen müssen, die daran Interesse haben, Dinge zu verkaufen, die unserer Gesundheit nicht gut tun. Die verbieten können, dass wir zum Beispiel, was weiß ich, was über Heilpflanzen erzählen dürfen. Aber über jedes starke Medikament darf frei locker vom Hocker geworben werden. Das ist ein unmöglicher Zustand. Die Germanische erzählt von der tatsächlichen Ursache ist eine ursächliche Therapie. Ja. Und 90% aller Patienten kommen in der Heilungsphase, weil die meisten Sonderprogramme erst in der Heilungsphase spürbar werden. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber die meisten werden erst dann spürbar. Und bei 80% reicht eine gute Pflege. Ja. Und zu wissen, was auf einen zukommt, also zum Beispiel Schmerzen, sind viel leichter zu ertragen, wenn du weißt, aha, das ist die Lösung gewesen, wo war der Konflikt? Das ging jetzt 6 Wochen. Okay, jetzt habe ich 3 Wochen brutale Schmerzen am Knochen zum Beispiel. Und dann wird es immer besser, immer besser. Wenn du das weißt und wenn du das mal bei dir beobachtet hast, dass es tatsächlich so ist, und das habe ich, dann kannst du Schmerzen auch besser ertragen, auch ohne Schmerztabletten. Und mein Gott, nimm halt mal Schmerztabletten, wenn es zu heftig wird. Ist ja Notfallsmedizin dann. Aber aus der Angst rauszukommen, das ist die eigentliche Therapie. Ja. Von den 90 braucht es bei 80% nicht mehr als gute Pflege und bei 20 Notfallsmedizin. Und bei 5 innerhalb der... Ne, das ist keine Addierung.
Ob die Prozentzahlen genau stimmen. Es geht nur um so ein Ungefähr. Ja, dann wissen wir, auf was bezogen ist. Ja. Wir sind ja immer ganz genau. Ist auch richtig. Und jetzt wird es vielleicht sichtbarer und klarer, warum der Therapeut an der germanischen Heilkunde nicht selber konstelliert sein sollte. Ja? Und wenn, dann möglichst spät. Also er sollte nicht mit 5 Jahren in die Konstellation gekommen sein. Das macht keinen Sinn. Wie soll der einem 12-Jährigen einen weisen Ratschlag geben? Der weiß gar nicht, was hat er denn? Komm, lass uns Action machen. Oder? Also der ist einfach in einer anderen Welt. Und er muss erklären können, was geschieht. Er muss den Patienten die Angst nehmen können. Schmidt, was vom Schwierigsten oder Wichtigsten überhaupt, die Angst nehmen zu können. Und er muss ein Kliniker sein, er muss einfach wissen, wie der Körper funktioniert. Und braucht eine Klinik im Rücken, falls es Komplikationen gibt. Und die gibt's. Das kann man nicht abstreiten. Also wenn jemand zum Beispiel keine Tuberkelbakterien hat und Darmkrebs, da muss der Teil rausgeschnitten werden. Aber du brauchst nicht 40 cm rausschneiden und 44 Lymphknoten, gesunde, sondern du schneidest das raus, was wirklich in dem Moment stört. Oder ja, das Leben stört. Oder gefährdet, sagen wir mal so, Notfallsmaßnahmen. Okay. Nur das Individuum kann sich selber heilen. Also der Körper heilt sich selbst. Und wenn das Individuum seine Konflikte gelöst hat, dann heilt der Körper sich selber. Kein Therapeut heilt, kein Arzt heilt. Und kein Mittelchen kann dich vor Konflikten schützen. Ja? Aber natürlich kann man alles nutzen, um dann in der Heilungsphase zu lindern oder den Körper zu unterstützen mit guter Ernährung, mit hochwertigen Vitalstoffen oder Massagen oder Salben und allem, was wir haben. Also die germanische muss legalisiert werden, das ist einfach wichtig. Und es gehört noch ganz viel Forschung in den Bereich Schwingungsmedizin, also die Heilungsphasen. Ich bin sicher, wir können die Heilungsphasen verkürzen. Wir können die Heilungsphasen vereinfachen, besser lebbar machen durch Schwingungsmedizin. Und der Dr. Hammer hat ja durch sein Studentenmädchen, durch dieses kleine Liedchen schon bewiesen, dass Schwingung unglaublich was ausmacht. Dass damit die Konfliktmasse heruntertransformiert werden kann, der Krebs gestoppt werden kann, die Panikträume aufhören. Und da gibt es noch ganz viel zu forschen. Also da bin ich gespannt darauf, was da noch alles kommt. Ja, die Natur ist weder bösartig noch gutartig. Das ist ein religiöses Konzept. Ja, das hat mit der Natur nichts zu tun. Die Natur ist immer sinnvoll eingerichtet. Die Natur meint es immer gut. Gesund sein bedeutet konfliktfrei, möglichst konfliktfrei leben. Dafür brauchen wir eine freie Gesellschaft. Und große Konfliktmassen vermeiden. Wie gesagt, nichts kann uns Konflikte lösen, außer wir selber. Und wir haben für Verletzungen die Notfallsmedizin, für Gifte, die können wir meiden oder ausleiten. Und Mangelernährung können wir durch Ernährung und Vitalstoffe vermeiden. Ja, ich habe es hier an die Tafel auch geschrieben, die Bezugsquellen, wo wir uns informieren können, und zwar von den mit der Originalliteratur und von den Originalquellen. Die Literatur findet ihr auf dieser Internetseite. Das Studentenmädchen, mein Studentenmädchen, das ist das neueste Buch vom Dr. Hammer. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Da bespricht er auch das Studentenmädchen, die Konstellationen, die Waage etc. etc.
Dann ist die wissenschaftliche Diagnosetabelle ganz, ganz sinnvoll, einfach zu sehen, welcher Konflikt in welchem Keimblatt und so weiter, wie läuft der klassischerweise ab. Und wir können es lernen mit dem Bildungsprogramm von der Magister Eva Leimer, war letztes Mal hier, und die wird im April hier starten mit einem deutschsprachigen Bildungsprogramm zur germanischen Heilkunde, was sie zusammen mit Dr. Harmer erstellt hat. Also da könnt ihr euch auf dieser Webseite danach erkundigen. Das ist sehr, sehr sinnvoll für jeden und nicht nur für Therapeuten, für die bestimmt auch, aber für jeden, um das zu verstehen, für sich, für seine Familie. Und das empfehle ich ganz besonders gerne, weil der Helmut Pillar war mein Lehrer. Ich habe bei ihm alle Webinare besucht und die Webinare sind aufgezeichnet auf DVDs. Da kann man sich einzelne Sonderprogramme zulegen oder auch die ganze Serie. Und auf seiner Website, auf der Akademie, kann man ganz viel nachlesen, auch Fallbeispiele und so weiter, wie man um sein Verständnis zu erhöhen. Und derzeit ist der Helmut zusammen mit der Giovanna Conti und der André Sixt. Er für die Theorie, die Giovanna Conti für die Musik und die André Sixt für die Therapie. Die sind gerade dabei, in Mexiko eine Universität zu gründen, weil sie nämlich von der mexikanischen Regierung darum angefragt wurden. Und das finde ich so fantastisch, dass das jetzt in einer Universität Raum findet. Denn dann kann jeder Arzt, der sich dafür interessiert, dahin und es lernen. Und zwar auf wissenschaftlicher Ebene. Das ist ganz, ganz fantastisch. Da freue ich mich sehr, dass das gestartet ist. Noch ein Satz würde ich gerne sagen zu den vielen Büchern, die kursieren und sich Harmer-Bücher nennen, aber keine sind. Und auch es gibt ganz viele Gruppen, die den Harmer mit Teilen von der germanischen arbeiten, aber sich letztlich total distanzieren von den sogenannten Verschwörungstheorien vom Dr. Harmer, von auch seinen, also sie nehmen quasi der germanischen Heilkunde die Sprengkraft. Und deswegen möchte ich ganz klar dafür stehen, bei die Originalliteratur zu studieren, bei den Lehrern zu lernen, die auch die Autorisierung vom Dr. Harmer erlangt haben und die kein Blatt vor den Mund nehmen. Weil sonst haben wir das, was wir schon in vielen Büchern haben und jetzt auch über die Querdenker verbreitet wird. Da wird jetzt von den fünf biologischen Naturgesetzen gesprochen, die sich vom Harmer distanzieren, die den Dr. Harmer quasi als paranoid hinstellen und seine Aussagen, die sich weit davon distanzieren. Der Harmer ist kein und war kein Antisemit. Der Harmer hat nur darauf bestanden, dass seine Heilkunde für alle Menschen ist und nicht nur für eine gewisse Glaubensgruppe oder für eine gewisse Religion oder für irgendwelche Ausgewählten. Das hat er immer kategorisch abgelehnt. Und nach 37 Jahren Kämpfen gegen das ganze System, also ich meine, er hat ja die Germanische entdeckt und gleichzeitig Deep State entdeckt. Ja, das muss man wissen. Und hat 37 Jahre lang gekämpft um die wissenschaftliche Anerkennung und sich jetzt von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, er wäre irgendwie paranoid und würde dies und jenes und das wäre nicht richtig und das wäre richtig und so weiter, wo er ganz klar gesehen hat, das dient nur dazu, um die Sache zu entschärfen und quasi dann dem System einzuverleiben als neue Psychotherapie. Wie viele Menschen sind mit der germanischen, nicht mit der germanischen, sondern mit Aussagen von Dr. Harmer unterwegs, haben es nicht durchdrungen und betreiben es als Psychotherapie. Und sie haben überhaupt, sie sind am roten Faden vorbei. Deswegen, es ist nicht bequem, sich mit Dr. Harmer auseinanderzusetzen und auch mit dem, was er entdeckt hat.
und mit dem, was es ist. Es ist nicht bequem, sich mit dem, was die Machenschaften in diesem System sind, auseinanderzusetzen, sich das anzuschauen. Aber ich meine, wenn wir jetzt nicht ein bisschen eine unbequeme Zeit auf uns nehmen, dann es ist einfach keine Option, finde ich. Okay, soweit mal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke.